hier in Salvala. Rennen ist gestartet und da will es Terminalize wissen aus Digital Inc. Ja, der muss da natürlich jetzt eine Lage finden. Da bin ich mal gespannt. Viking America, Dreams Take Time. Und da geht Time Machine nach außen. Jetzt nimmt es Ulf Olsen zurück. Jetzt nimmt, da nimmt der Westholm wieder rein. Und jetzt fährt Takta durch. Vorne ist zunächst noch Terminalize, aber jetzt kommt Dreams Take Time. Der Sieger aus dem großen Preis von Deutschland kommt hier heran. Aber da kommt schon Viking America und fährt die Attacke. Und dahinter ist es Digital Inc. Und der bleibt jetzt erst einmal in zweiter Spur hängen. Der Takta lässt hier Viking America passieren. Neue Reihenfolge. 4, 3, 7, dann die 5 innen. Und dahinter kommt Örjan Schielström weiter mit Noble Knight, Programm Nummer 9. Ein Pferd, das wir so ein bisschen übersehen haben. Denn der hat von der großartigen Vorjahresform wirklich nichts mehr zur Hand. Nicht viel jedenfalls. Feld ist an der Startstelle und Kommando ist bei Viking America. Da muss Digital Inc. durch die Außenspur. Dreams Take Time an der Innenkante. Tut sich da wieder eine Lücke auf, hoffen tut es der Anhang von Dreams Take Time. Viking America, Digital Inc., Dreams Take Time, dann Noble Knight, Terminalize vor Linzlosen AU, Innen Time Machine, dann Queen's Delight, Romeo Amok und am Ende dieses Feldes Crocked. Kreiter sehen wir gar nicht, weiß ich nicht, ob das Pferd weggesprungen ist, dann tritt er demnächst wieder in passender Klasse an. Mitte gegenüber passiert und Digital Inc. muss jetzt natürlich mal so ein bisschen vorsprechen vorne. Und das könnte Dreams Take Time den Weg in die Freiheit öffnen, denn irgendwie wirkt Noble Knight nicht mehr ganz so. Nee, der wirkt gar nicht mehr so richtig frisch da. Und da will Takta nach außen und der bohrt sich jetzt in die Spur von Digital Inc. Der muss angreifen. Jetzt bin ich mal gespannt. Vorne Viking America, mächtig unter Druck. Digital Inc. hat die Drecksarbeit gemacht. Und wenn er das hier gewinnt, dann ist er klar das beste Pferd. Und im Augenblick sieht es ganz gut aus. Digital Inc. Aber jetzt kommt nochmal Dreams Take Time. Jetzt kommt Takta. Da kommt er, aber vorne ist Digital Inc. Dreams Take Time. Und das ist wie in Hamburg. Im Ziel ist er zur Stelle. Takta, Dreams Take Time. Digital Inc. dahinter, Linzlosen AU. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist mein neues Lieblingspferd. Wenn Sie gewettet haben, dann gibt es erneut ganz ordentliches Geld. 4,6. Aber war das wieder eine schöne Fahrt? Wir gucken uns das gleich mal an, wie der diesen Olson da die im wahrsten Sinne des Wortes Drecksarbeit hat machen lassen. Der killt Viking America. Und dann sammelt er ihn ein. Wie er am Anfang dann mitfährt, nach vorne fährt ihn vorbei. Wir können uns das gleich nochmal ansehen. Und das ist nicht alles zufällig, sondern deswegen hat man solche Piloten wie Takta dahinter, die halt die Übersicht haben. Dreams Take Time.